So, liebe Leute, willkommen zurück. Eine neue Folge aus dem LS22. Und wir sind hier gerade mit unserem 8R420 unterwegs. Und zwar sind wir fleißig am Steine sammeln, Bodenproben analysiert. Ja, ich möchte euch kurz erklären, was passiert ist. Wir sind momentan gerade in der Bodenbearbeitung. Hier steht der andere Schlepper. Wir sind in der Bodenbearbeitung. Und jetzt geht es natürlich so langsam an die Aussaat. Und ich habe heute in der Folge einiges vor. Ich möchte ein bisschen Geld ausgeben, denn der ein oder andere Sache ist aufgefallen, beziehungsweise wo wir investieren müssen hier bei uns auf dem Hof. Und das möchte ich natürlich mit euch gemeinsam machen. Kommen wir aber gleich zu. Wir fahren jetzt gerade mal hier die Steine ab. Oh, das war ein großer Wendekreis. Denn, ich habe uns einen Steinbrecher gekauft. Wir haben so viel Steine auf dem Acker. Da können wir durchaus ordentlich selbst Kalk herstellen. Halt, stopp, hier müssen wir links. Da müssen wir ordentlich Kalk herstellen, was wir ja auch brauchen für die Felder. Und deswegen ist hier der 8R420 schwer am Steine sammeln, wobei ich glaube, ich werde den anderen schon hier vorne dranhängen. Denn den hier brauchen wir dann für die Aussaat. Die steht nämlich auch an. Und auch dazu möchte ich euch dann so ein bisschen was erklären, was ich mir so überlegt habe. Jetzt fahren wir hier erstmal rückwärts ran. Das ist immer so eine Sache. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Fast. So, ansonsten ist ja nicht viel passiert. Wir haben die Felder bearbeitet. Ich zeige euch das jetzt alles nach und nach. Oh, langsam. Kommt da der Trigger? Jawohl, er kommt. Ja, wir haben, ich habe die Silage gemacht, die liegt da vorne in Ballen, kann ich euch auch gleich erklären, warum. Denn anscheinend, es gab ja ein Update für den LS und da sind natürlich auch einige Mods, die da nicht so ganz funktionieren. Unter anderem glaube ich, dass diese Lagerhalle für die Silageballen nicht so funktioniert, wie sie soll. Denn wenn ich die hinstelle, bei Heu, hier seht ihr es ja, bei Heu funktioniert's, dann wollte ich daneben dran die Silagegeschichte eigentlich bauen und da hat es eben nicht funktioniert. Man konnte die Ballen da nicht annehmen, beziehungsweise, ja, man konnte sie nicht abgeben. Es hat sie nicht so schön gestapelt, wie es hier getan hat. Dementsprechend habe ich die Halle wieder abgerissen und habe jetzt erstmal unsere Silageballen. Ihr seht, 12% Gern sind die auch, die brauchen noch ein Momentchen. Habe ich die jetzt erstmal hier so gelagert als Zwischenlösung. Müssen wir mal schauen, dass der Mod da vielleicht recht zügig durch den Mod-Ersteller aktualisiert wird. Und dann sollte die Geschichte wieder gehen. Ansonsten haben wir, das kann ich euch mal kurz noch zeigen, die beiden Felder gehören uns ja auch hier, Feld 1. Noch nie einer gekommen, sehr schön. Hier, gehört auch uns, habe ich jetzt mit Precision Farming, bin ich hier schon mal drüber und habe mal den Boden analysieren lassen. Wir haben hier sandigen Lehm und der Stickstoff ist natürlich schlecht, pH-Wert ist gut. Und hier haben wir Zuckerrüben, das heißt, wir werden uns hier zur Ernte nächsten Monat, im Oktober ist, glaube ich, lasst mal kurz reingucken, ich glaube, im Oktober ist Erntezeit für die Zuckerrüben. Oh nee, das ist jetzt so. Nee, Zuckerrüben doch, ist im Oktober. Eben war ich bei Kartoffeln. Zuckerrüben im Oktober. Und das heißt, wir werden uns hier ein entsprechendes Arbeitsgerät leihen, um hier die Zuckerrüben zu ernten. Ob ich die dann verkaufe oder einlager, weiß ich nicht. Ich habe ja auch einen schönen Mod mit so einem Rübenkeller. Möchte ich eigentlich auch gerne ausprobieren. Außerdem können wir die Geschichte ja für unsere Schweine benutzen, wenn wir dann mal welche haben irgendwann. So, und hier, das ist auch der Acker, der auch uns gehört. War überall noch Sorghumhirse beziehungsweise Hirse drauf gestanden. Ihr seht es auch links, wir haben momentan gerade 25.000 Liter Weizen, Sorghumhirse 85.000 Liter und Hirse haben wir 94.000 Liter. Das habe ich jetzt alles geerntet. Das war schon voreingestellt auf dem Feld. Und jetzt müssen wir mal gucken, ne, die Fruchtfolge, wie wir da jetzt vorangehen. Also ein Feld werden wir auf jeden Fall mit Weizen bestellen, dass wir für unsere Hühner genug Futter haben. Und dann mal gucken, was sich lohnt. Ich hätte ehrlich gesagt Bock auf Mais. Ich würde nämlich gerne nach Möglichkeit mal Mais-Silage machen. Das habe ich so im LS noch nie gemacht. Und hier die großen Felder bieten sich ja an, ne, dass wir dann auch die richtig dicken Maschinen vielleicht mal ausleihen können. Kontostand sieht gut aus, wobei wir hatten jetzt ordentlich Ausgaben. Oh, halt, stopp, da waren wir schon auf dem Feld. Wir hatten jetzt ordentlich Ausgaben, also gerade Betriebsmittel. Wir können dann gerade mal in die Statistik schauen für den September. Wir hatten natürlich auch ordentlich Einnahmen, ne, durch die Lohnaufträge, die ich jetzt gemacht habe. Aber ihr seht es ja auch schon wieder, da ist jetzt wieder Ballenpressen Heu. 130.000 Euro könnten wir da verdienen, aber dafür muss ich mir halt die Geräte leihen. Ja, es ist immer... Naja, ihr kennt das, ne?
Mal sehen, mal sehen. Momentan haben wir jetzt alle Aufträge erledigt. Und ja, dabei sind halt eben so zwei, drei Sachen aufgefallen, die ich gerne ändern würde. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder die Spur finden, weil das Ganze läuft hier mit Cosplay. So, hier haben wir aber auch Steine auf dem Acker. Junge, 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 Junge. So, ich glaube, hier waren wir stehen geblieben, ne? Jo, das letzte Stück. Perfekt. So, dann fahren wir hier hinten mal aus. Sehr schön. So, dann kann unser Helfer hier weitermachen. Wunderbar. So, genau. Also, hier werden wir Steine sammeln. Mal gucken, was wir dann hier draufstellen. Das könnte sogar das Feld werden, wo Weizen draufkommt. Da vorne könnte man dann sogar Mais draufstellen. Also uns gehören ja hier, wenn wir gerade mal kurz auf die Map gucken, uns gehört Feld Nummer 2, uns gehört Feld Nummer 3, Feld Nummer 1, da stehen die Zuckerrüben aktuell noch drauf. Feld Nummer 6 ist unsere Graswiese. Hier haben wir noch ein kleines Feld. Das sind die Sachen, die uns gehören, ne? Ja, genau. Also dieser Ring hier. Aber müssen wir mal gucken. Hier wird ja dann auch noch frei. Vielleicht stellen wir hier Weizen hin und da gucken wir mal mit Mais, die beiden Felder vielleicht mit Mais. Allerdings brauchen wir da natürlich auch noch ein Fahrsilo, wobei das natürlich auch schnell gebaut ist, ne? Daran soll es eigentlich nicht scheitern. Was mir aber jetzt aufgefallen ist und was ich mit euch jetzt als allererstes machen würde gerne, wäre mal ein bisschen was investieren. Denn gerade bei der Spritze, ich schalte uns jetzt da mal hin, ganz kurz. So, gerade bei der Spritze ist aufgefallen, dass wir hier einen sehr großen Bedarf haben. Mir ist ja auch ein kleines Malheur passiert, ich habe ihn hier beladen. Das müssen wir jetzt noch beheben, dann müssen wir den Saatgut müssen wir wieder verkaufen. Ja, wir haben halt jetzt nicht so extrem viel Füllvolumen, ne? Wir können gerade mal reingucken. So, lass mal schauen. Sehen wir das irgendwo? 1800, wir können sie jetzt eh mal auffüllen. So, dann füllen wir die mal auf. Und wir haben 4300 Liter und bei den großen Feldern ist das halt schon nicht wirklich viel. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir hier, wartet mal, wir lassen ihn gerade jetzt mal zum Verkauf fahren. Weil irgendwo kann man sicherlich auch Dünger verkaufen. Lasst uns gerade ganz kurz mal hier reinschauen. Flüssigdünger. Ja, hier beim Bahnhof sogar auch. Ah ne, ich muss ja nach, Moment, stopp, ich muss ja nicht nach Flüssig, ich muss nach Mineraldünger gucken. Den kann man allerdings auch hier verkaufen im Bahnhof. So, dann würde ich gerne mal Folgendes machen. Dann lassen wir jetzt gerade mal die Spritze hier stehen und gucken mal, wo wir hier verkaufen können. Mit unserem neuen Zugpferd. Hier ist kein Trigger. Ich fahre jetzt hier einfach mal kurz drum rum, Leute. Nehme ich euch mal mit. Ja gut, hier scheint der Bahnhof aber schon wieder beendet. Ich habe hier versehentlich, ich hatte mir eigentlich so Depots geholt, langsam da hinten. Was ist denn da los? Oh. Ich hatte mir so Depots geholt, wo wir unseren Dünger selbst kaufen können. Und dann dachte ich mir aber, naja, irgendwie ist das schon ein bisschen doof, ne? Weil sowas hat ja keiner stehen. Natürlich, man könnte sich jetzt vorstellen, da kommt dann ein Laster, ne? Bringt den Dünger vorbei und man lagert den da. Natürlich, aber ich dachte mir dann eher, ich fände es cooler, wenn wir das irgendwie so machen würden, dass wir, hier können wir verkaufen. So, dass wir ja, uns das dann doch vielleicht schon eher in Säcken oder so ranholen. Vielleicht sogar, dass wir uns das in Big Packs selbst abfüllen können. Das wäre natürlich auch noch eine Überlegung. So, jetzt kippen wir aber hier erstmal ab, dass wir das verkauft kriegen. Schon cool mit unserem alten Unimog. Da geht schon ein bisschen was. So, sind immerhin 8300 Euro, die wir jetzt hier noch verdient haben. Ja, und wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass halt die Spritze nicht so viel Fassungsvermögen hat. Deswegen würde ich gerne Folgendes tun und uns vielleicht ein Fass ranholen. So, jetzt hängen wir die erstmal ran. Na? Jetzt. Sehr schön. Und uns ein Fass ranholen. Können wir gleich mal reingehen, wo wir einfach so das mitnehmen können, aufs Feld, dann ein Feld dran stellen und da jedes Mal nachtanken können. Da habe ich mal geguckt, ob ich da was finde. Und tatsächlich, da gibt es was. War das bei Tierhaltung? Ja, genau, bei Tierhaltung. Und zwar die Geschichte hier. Ihr seht, sie können Milch transportieren, wir können Wasser transportieren, wir können Dünger und Herbizid transportieren mit dem. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Und deswegen würde ich da einfach gerne Felgenfarbe machen wir mal schwarz, den Rest lassen wir Edelstahl. Jo.
würde ich mir das ganz gerne ranholen. Da passen 8000 Liter rein. Also das heißt, wir hätten dann 3 Füllungen insgesamt. Damit kriegen wir die Felder auf jeden Fall gut hin. Dann machen wir damit die 111 auf dem Kennzeichen und dann kaufen wir uns die Geschichte hier einfach mal. Sehr schön. Sehr gut. Ja. Ich würde aber jetzt fast vorschlagen, bevor wir da jetzt natürlich Pflanzenschutzmittel oder Pflanzendünger reinpacken, machen wir jetzt Folgendes und beladen erstmal unseren... Ah, hier können wir auch Flüssigdinger verkaufen. Sehr schön. Beladen wir jetzt erstmal unser Fass mit Wasser. So, pass auf, die schicke ich jetzt mal nach Hause, an den Hof. Ja, da beladen wir die... Was machst du denn? Ja, das war jetzt geschickt. Das war jetzt sehr geschickt. Komm, wir fahren mal hier auf die Straße. So, so rum heimfahren, was ist denn los? So, ihn lassen wir mal nach Hause fahren. Dann springen wir ganz kurz mal weiter. Und dann würde ich sagen, hier mit Precision Farming kann ich dann, das stelle ich schon mal hier in den Feldrand. Also, dieses Feld müssen wir noch machen. So. Einmal hier gedreht, die Geschichte. Und dann fahren wir mal unser Fass holen. Dann können wir nämlich anfangen, unseren Kalk herzustellen, weil da sind schon über 25.000 Liter Steine drin. Wow, hier ist aber holprig. Und dann läuft die Geschichte schon mal. Dann können wir da Flüssigdünger hinmachen. Und was natürlich am geilsten wäre, ist, wenn wir dieses Teil auch noch hinten dran packen könnten. Ich glaube aber, das also hinter den Spritzenwagen. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Deswegen werden wir da halt dann entweder doppelt fahren müssen oder aber irgendein Schlepper muss dann das Fass hinterherziehen. Aber es ist trotzdem eine Arbeitserleichterung, wenn wir das am Feldrand stehen haben und können da dann auftanken und können dann weiterspritzen, gerade wenn es so riesige Felder sind, macht das schon durchaus Sinn. So, jetzt lasst uns mal da fix zum Straßenhändler. Hier seht ihr es übrigens, na, jetzt habt ihr ja vorhin schon gesehen, unseren neuen Steinbrecher, den ich uns gegönnt habe. So, Unimog ist angekommen, sehr schön. So, dann machen wir das. Und ansonsten, ja, nehme ich euch dann natürlich wieder mit dazu. Wenn es dann an die Aussaat geht, da werden wir auf jeden Fall zusammen sehen. Dann müssen wir die Grünlandpflege müssen wir noch machen. Dann würde ich mir gerne noch ein paar Hühner kaufen. Nach denen müssen wir auch mal schauen. So, da steht da schon unser Wagen. Nagelneu. Ich glaube, ich muss mir mal die Mod installieren, wo der Blinker automatisch ausgeht. So. Sehr geil. Jetzt ist die Frage, wo holen wir unser Wasser her? Ja, lasst mal kurz auf die Map gucken, weil es gibt ja hier bestimmt. Ich habe jetzt keinen Bock für Wasser zu bezahlen, bin ich ehrlich. Ne? Man spart ja, wo man kann. Deswegen würde ich jetzt gerne mal, es gibt hier überall den Fluss. Hier ist doch Wasser. Junge, was ist hier Wasser? Ein See oder sowas haben wir nicht, ne? Nö, aber hier ist ja überall Wasser. Kommt, Leute, das probieren wir jetzt mal in der Folge. Wo stehen wir denn gerade? Da ist unser Hof. Hier stehen wir gerade. Da müssen wir nach da fahren. Oh, da sind wir schon hängen geblieben hinten. Geht. So, das Einzige, was ich noch machen werde, ich werde mir auf jeden Fall die Deichsel, weil Hänger mit Deichsel fahren ist absolut grausam, finde ich. Da werde ich mir die Mod noch runterladen, dass die Deichsel starr ist. So, passt mal auf. Ich will das jetzt... Na, kriegen wir das... Da kommen wir nicht ran, ne? Ist auch zu gefährlich hier an der Straße. Wir bräuchten so einen schönen Zufahrtsweg. Hier ist auch ein bisschen doof. Kannst du mal komplett vergessen. Ich habe Ideen, aber sie sind, glaube ich, nicht zielführend. Oh, hier, guck mal. Hier können wir doch super ranfahren. Pass auf. Da ist ein bisschen zu steil. Wir müssten auf die andere Seite kommen hier. Gott, was ein Akt, nur ein bisschen Wasser zu kommen, ne? So. So, und jetzt fängt der Spaß hier an, mit Deichsel fahren. Aha. So viel zum Thema.
Wir fahren jetzt hier mal rechts. Achso, hier ist der Bahnhof, ne? Ja, super. Ich will doch nur ein bisschen Wasser haben. Ach nee, 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 Leute, mir fällt gerade mal... Ja, gut, normalerweise. Ich muss mir erst den Mod runterladen, Leute. Wir fahren jetzt mal zurück. Oh Gott, ist der Schlepper ist auch sowas von dreckig. Den müssen wir unbedingt, muss der sauber gemacht werden. So. Ich habe uns ja einen Hydranten hingebaut. Ich wollte bloß eigentlich nicht dafür bezahlen. Sind wir ehrlich. So, unser Steinbrecher, unser Steinsammler ist auch schon wieder voll. Den haben wir eben gerade entladen. Das geht in einer Tour, da muss ich die ganze Zeit hinterher sein. Aber wenn ich die Steine jetzt selbst einsammle, dann komme ich zu gar nichts mehr. Und das eine Mal müssen wir es halt machen, ne? Ich meine, wir werden dann größtenteils die Scheibenecke benutzen. Da kommen die Steine nicht so hoch, aber es muss halt zwischendrin auch gepflügt werden. So, pass auf. Und zwar haben wir hier... Hier habe ich uns den Hydrant hingestellt. So. So. Ja, ja, Blinker kannst du ausmachen. So, hier ist unser Hydrant. Und dann befüllen wir die Geschichte mal. Aber ihr seht es halt oben, ne? Da geht jetzt halt richtig Kohle weg. Da muss ich mir was anderes überlegen. Irgendwie vielleicht auffangen oder... Aber wenigstens haben wir hier einen Hydranten und so läuft es ja teilweise, glaube ich, in der realen Landwirtschaft auch, ne? Ich glaube, da hat man dann sogar ein Standrohr, habe ich mal gesehen. Ein Standrohr mit Wasserzähler und danach wird dann abgerechnet. So, hier haben wir, muss gepflügt werden. Das ist unsere, wir müssen hier unbedingt mit Grünlandpflege rüber. pH-Wert ist noch okay, Stickstoff ist perfekt. Ja, pH-Wert kriegen wir ja durch Kalken nach oben. Und wir müssen auf jeden Fall unsere Schlepper sauber machen. Guckt euch das an. Und ich weiß auch nicht, Leute, ne? Ich habe hier so dieser 6250R. Wenn du hier im Spiel denkst, dir, das ist voll der kleine Schlepper, ne? Also irgendwie, aber wenn du den mal im Real Life siehst, beziehungsweise nicht mal krass im Real Life, sondern irgendwie in anderen Videos mal halt reell in Videos, dann merkst du erstmal, was das für ein Koloss ist schon, ne? Also so ein 8R420, den wir da haben, so einen habe ich leider im Real Life noch nie gesehen. Hätte ich aber mal Bock drauf, muss ich sagen. So. Okay, okay. Oh, hängen wir? Die Frage ist jetzt bloß, wo kann ich hier das Wasser abladen? Ah, hier. Perfekt. Also, dann lassen wir jetzt hier mal ein paar Liter Wasser rein. Und dann können wir den Gerät mal anschalten. Der tut jetzt zwar nur so, als ob er läuft, aber ich habe ihn noch nicht aktiviert. So, dann gucken wir mal. Also wir haben 8000 Liter Wasser, 24.000 Steine. Ich würde sagen, wir machen jetzt Folgendes. Oh. Entschuldigung. Warnblinker anmachen. Tut mir leid. So, wir holen jetzt nochmal eine Runde Wasser. So. So, sehr schön. Dann können wir mal unseren Unimog hier wegfahren. Komplett in der Zeit, wo hier aufgefüllt wird, machen wir mal ein bisschen sauber. Ich kann das ja schon gerade selbst nicht mehr sehen, wie die Autos hier aussehen. Das ist ja ganz grausam. So, ansonsten, ja, 4300 Liter jetzt so in der Spritze. Und wenn wir dann halt das Fass mit 8000 noch dabei haben, ist das, glaube ich, nochmal geiler. Also ich glaube, das ist jetzt schon eine ordentliche Arbeitserleichterung, gerade was Düngen und Herbizidspritzen angeht. Dann machen wir hier unseren schicken Unimog mal sauber. Ja, seht ihr, das ist das Kennzeichen von der Gemeinde, wo wir abgekauft haben, ne? So, sehr schön. Aber irgendwas wollte ich noch. So, da haben wir 1440 Euro, kostet uns allein das Wasser. So schnell kannst du das Geld gar nicht verdienen, wie es weggeht. Ganz, ganz schlimm. Wie dem auch sei. Gut, wir haben ja dann auch noch hier so Sorghum hier und sowas, was hier noch verkauft wird. Ihr seht ja die Verkaufspreise aktuell, die sind etwas gefallen. Da müssen wir gucken. Da wollte ich, glaube ich, letzte Folge schon mal mit euch drauf eingehen, ne? Wo die Verkaufspreise am besten sind.
Dann gucken wir doch gerade mal. Weizen werden wir nicht verkaufen. Sorghum, Hirse. Preisänderung. Januar. Januar ist der höchste Preis. Also wenn wir die im Januar verkaufen und dann haben wir normale Hirse. Wo ist die denn? Ihr seht halt auch die ganzen Produktionen, die werden wir dann nach und nach angehen. Ich hätte die Steine auch verkaufen können, sehe ich gerade. Aber gut, ist egal, wir brauchen sie ja. Und Hirse ist ebenfalls im Januar. Okay. Mehr haben wir momentan nicht am Lager, ne? Weizen halt noch. Ja. Aber, okay, das sollte passen. So, jetzt sieht man hier auch mal wieder was. Sehr schön. So. Hier steht noch das Mähwerk rum. Das müsste auch mal gereinigt werden. Habe ich auch noch nichts gemacht. Dann parken wir dich schon mal hier jetzt. So. Aber irgendwas wollte ich noch kaufen, Leute. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Wenn nicht, packe ich es in die nächste Folge mit rein. Ich wollte nämlich, wo ich noch gedacht habe, nein, das könnten wir auch oder das bräuchten wir dann auch. Gut, wenn wir den Tierhaltung, richtig in die Tierhaltung gehen, dann kommt da natürlich noch Milch, ne, und so weiter. Da werden wir dann aber sehen, wie wir das machen. Also müssen wir erstmal wieder hier gucken, dass wir hier so hinfahren. Ah, ich hab's gewusst. Shit. Klappt so. Wunderbar. Dann haben wir 16.000 Liter Wasser drin. Da warten wir jetzt gerade mal kurz. Sehr schön. Super. Dann schalten wir das Ding mal ein. Hier, Kalkproduktion, ne? Aktivieren. Und dann kann er mal hier ordentlich Kalk... Oh, habe ich das auf... Moment, muss nochmal reingucken. Auf Einlagern. Ach, wir hätten hier auch automatische Bewässerung gehabt. Ja gut, ist jetzt nicht wild, ne? Ich denke, das brauchen wir jetzt hier nicht, weil er das dann komplett voll haut. So. Aber wie dem auch sei, wir fahren zum Bahnhof, befüllen unser Fass. Aber vorher, ich bleibe jetzt mal ganz kurz dreist auf der Straße stehen. Ja, wir haben noch einen Düngerauftrag. Das ist natürlich... Pflügen und Säen haben wir momentan ganz viel. Ballenpressen, ihr seht halt hier, ne? Ballenpressen, Feld 47. Können wir uns die Sachen ausleihen? 129.000, es rentiert sich schon. Noch mehr rentieren wird sich das Ganze natürlich, wenn wir dann das Material selbst hätten. Aber ich muss jetzt gerade sagen, für das Feld 69 sind 7 Hektar. Da lohnt sich das jetzt natürlich nicht, das Fass voll zu machen. Aber ist ja egal. Das Fass können wir auf jeden Fall gebrauchen. Von daher war das jetzt keine Fehlinvestition. Aber ich muss, wie gesagt, die Deichsel hier starr machen, weil ich sonst mit dem Ding überhaupt nicht klarkomme. Wunderbar. Also, unser Fass haben wir. Der kann da stehen bleiben. Ich würde sagen, wir entladen zum Schluss hier nochmal. Einmal hoch mit den Dingern. Da kommen wir nicht raus, da fahren wir direkt aufs Feld. Gut, und dann würde ich schon fast sagen, Leute, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Und da würde ich sagen, hole ich euch dann dazu, wenn wir hier die Rübenernte starten. Dann können wir hier durchaus mal den Rübenernter begutachten. Ne? Abfahren brauchen können wir selber machen. Da haben wir hier einen Schlepper, wir haben unseren Kipper. Das sollte reichen. Frage ist nur, wo parken wir die Rüben? So, und ich würde ehrlich gesagt die Rüben jetzt schon gerne behalten. Wir haben noch keine Biogasanlage, wo wir jetzt sagen könnten, die Rüben können wir dafür nutzen und zerkleinern, also Rübenschnitzel machen. Und dann ab in die Biogasanlage. Ich weiß jetzt auch nicht, für wie viel man die Rüben vertickt bekommt. Muss ich mal sehen. Bin noch unentschlossen. Genug Platz hätten wir ja und da könnten wir ja eigentlich zusammen dann, wenn es soweit ist, diesen Rübenkeller oder diesen Keller halt für Erdfrüchte bauen
und könnten da schick, ich glaube, der ist auch schön animiert und könnten da falsche Richtung das dann einlagern. So. Perfekt. Gut, dann laden wir hier einmal ab und wir gucken mal noch kurz auf die finanziellen Geschichten. Ich glaube, das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Wo waren das hier, ne? Ja, genau. Wir haben September. Also ihr seht, neue Fahrzeuge haben wir 36.000 ausgegeben. August dürft ihr natürlich hier nicht sehen, ne, weil das war ja einfach das, wo ich mir für den Start rangeholt habe. Wir haben nichts verkauft. Wir haben für 16.500 die Hühner geholt. Baukosten, ja, da habe ich halt eben den kleinerer hingestellt und so weiter. Verkaufte Gebäude, das waren einmal die Geschichten mit dem, was ich vorhin erwähnt hatte, mit den Düngernunterständen, die habe ich dann wieder verkauft, nachdem ich gemerkt habe, dass das nicht so prall ist. Betriebskosten Fahrzeuge, ne? Das ist halt heftig, also die mussten jetzt schon alle ordentlich repariert werden, gerade auch der Drescher und so. Mietkostenfahrzeuge, klar, sind unsere Mietgeschichten. Einnahmen Gebäude, das ist, weil wir auf der einen Halle Solar drauf haben. Und dann haben wir verkaufte Produkte. Da haben wir schon mal ein bisschen was, das waren dann so die restlichen Sachen, Raps und so, wo wir geerntet haben. Kosten Kraftstoff, seht ihr auch, ne? 4.300 Euro. Einnahme Ernte war auch die Geschichte, die wir da durch Lohnaufträge hatten, wo dann der Auftrag schon offiziell abgeschlossen war und dann verkriegt man ja das Geld dafür. Aber ihr seht hier jetzt, für 226.835 Euro den Monat haben wir Lohnaufträge gemacht, letzten Monat 318.000. Es rentiert sich schon. Was unter Sonstiges fällt, ja gut, das sind, wie gesagt, August darf man jetzt hier nicht nehmen, aber hier so die Bilanz, die wir den Monat haben, sind wir gut im Plus, trotz allem. Wir haben keinen Kredit. Sollte laufen. Im Notfall können wir uns ja auf jeden Fall noch einen Kredit aufnehmen. Okay, Leute, dann soll es das gewesen sein für diese Folge. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach unten da. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, dann natürlich auch gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer von euch zockt denn auch den LS und wie zockt ihr den? Zockt ihr den? Versucht ihr das so realitätsnah zu machen wie möglich? Oder spielt ihr so Fantasy-mäßig? Würde mich echt mal interessieren. Vielleicht ist ja der ein oder andere da, wo man, man weiß es ja nicht, ne? In Zukunft vielleicht auch mal so Multiplayer-mäßig was starten kann. Ich habe ja da keinen Schmerz, mal einen Server zu stellen, wo man dann vielleicht, wenn man genügend Leute ist, auch mal im Multiplayer so ein bisschen daddeln könnte, wenn da jemand Bock drauf hat. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Schon mal vielen Dank für euren Support und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge aus dem LS hier von unserem Hof auf der NF Marshmap. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, macht's gut, ciao, ciao.